Und ein herzliches Willkommen zurück wieder bei Pokémon Tactics auf Nintendo Switch mit mir, Fly YouTube. Let's Plays als Hobby. Bei, ehrlich gesagt, wirklich knappe Kämpfe, ehrlich gesagt. Also ich habe jetzt selten bei dieser Aufnahmesession eigentlich Kämpfe gehabt, wo ich hoch raus verloren habe. Ich glaube, das waren ein, zwei Kämpfe. Der Rest, entweder hatte ich gewonnen oder wirklich knapp verloren. Also, ich bin nicht schlecht, sage ich jetzt mal so. Aber irgendwie müssen wir warten sehen, merke ich gerade. Ist ja Computerkampf. Bis gleich. So, herzlich willkommen. Aber immer noch keinen Gegner gefunden. Was ist das hier? Ah doch, jetzt haben wir einen. Hey, sehr schön. Wen haben wir? Gruppe E5 aus Deutschland. Irgendwelche japanische Zeichen. Kelle, gib den ordentlichen Namen. Siege 3. Mit Sugi Kuhn. Okay. Vielleicht kennt er mich ja auch schon. Wer weiß. Was wird ewig dauern, bis er hier den Teil sehen wird? Wie gesagt, wir haben den 8. November 2022. Wann wird er hier rauskommen? Auf jeden Fall irgendwann 23. Aber auch nicht Januar oder Februar. Das wird später sein, glaube ich. Kurz und schmerzlos, mein Freund. Oh Mann, es tut mir echt leid, aber irgendwie. Oh Menno. Der gibt mir bestimmt ein Handicap. In der zweiten Runde macht er mich bestimmt fertig. Ja, nicht das erste Mal, dass Gruppe E5 gegen mich gewinnt. Obwohl ich Gruppe C bin. Och Mensch. Okay. Ah, wie gesagt, tut mir echt leid, falls du den Timer sehen solltest. Aber ich kann ja im Titel nur Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen eintragen, weil ich dieses Schriftzeichen natürlich nicht schreiben kann. Keine Ahnung, ob man den Kampf hier sehen wird. Aber gut, 25 Punkte, hey! Danke fürs Zuschauen, da ganz gerne Daumen hoch und ein Abo. Gib mal einen Daumen nach oben für Mitleid für ihn. Oder für den Sieg. Ich weiß ja auch nicht. Aber lass da auch ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Von der YouTube. Let's Plays als Hobby. Ich glaube, ich mache noch so 5 Kämpfe und dann muss ich aufhören. Bis dann. Tschüss.